schönen guten Abend, die paar Zuhörer und ganz besonders guten Abend an Johannes Guarmin, den ich gleich noch näher kurz vorstelle. Ich möchte noch daran erinnern, dass wir bitte alle, die dazuhören, jetzt die Mikrofone ausschalten, auch du, Frank, sehe ich gerade erst noch an. Dann fällt das ein bisschen leichter auf, treten Menschen ein und dann macht so ein Krach und plötzlich erscheint ein Sprecher, der gar nicht rein will. Also, wir freuen uns sehr, dass Johannes Guarmin hier ist. Er ist seit 4 Jahren Hauptdelegierter, das hätte ich gar nicht gedacht, als man sagte, schon 4 Jahre Hauptdelegierter der JNF-KKL in Deutschland, also des Jüdischen Nationalfonds oder Keren Kayemet in Israel. Ich möchte ganz kurz noch in das Thema einführen. Das hieß ja, oder das heißt, Israel 2040. Israel 2040, das klingt nach Zukunft, nach einem Versprechen, nach einer Planung, nach einer Vision. Jetzt, so kurz nach den heftigen Kämpfen, die wieder einmal von den aggressiven Machthabern im Gazastreifen ausgingen, dann klingt der Titel doch äußerst optimistisch. Denn die Vernichtungssprache, die man gehört hat, und die Vernichtungsideologie der Hamas, die dahinter steht, und seiner Unterstützer, auch aus dem Ausland, wurde ja sehr deutlich gemacht durch den Einsatz von Raketen, die in einer Vielzahl auf die eng bewohnten Gebiete Israels geschossen wurden, insbesondere Großraum Tel Aviv, natürlich die grenznahen Gebiete, möchte ich nicht vergessen. Lautstark verkünden dann vorher und auch hinterher die Hamas-Führer, dass sie noch viel bessere Raketen und viel präzisere Raketen hätten und dass die letzte Runde der Kämpfe harmlos wäre gegen das, was in Zukunft kommen würde. Und sie haben auch dann erklärt, dass bei diesen nächsten Kämpfen es nicht dabei bleibt, so wenig Schaden anzurichten und nur eine Verhandlungsbasis zu haben, sondern es geht letztlich, und das hat ein Hamas-Führer deutlich gesagt, es geht darum, den Staat Israel zu vernichten. Er soll aufhören zu existieren. Und da muss man sich fragen, wenn man das hört, woher kommt also dieser großartige Optimismus, den eine Vision Israel 2040 ausdrückt, nämlich die Vision eines stärkeren und nachhaltigeren Israel, und das auch noch offiziell zu verkünden. Das haben Sie im Jüdischen Nationalfonds getan. Und ich glaube, dass dieser Optimismus sozusagen in den Genen des Jüdischen Nationalfonds liegt. Denn diese große und auch wirkungsstarke Organisation, die wurde ja schon in den ganz frühen Anfängen des zionistischen Projekts im Jahr 1901 gegründet. Da wusste ja natürlich noch keiner, was daraus werden würde. Und da hat man mit wahnsinnig viel Optimismus das gegründet. Und wie geht das auch anders, sowas zu gründen, wenn man nicht optimistisch ist? Und seitdem gibt es eine kontinuierliche Geschichte. Ich möchte nichts vorwegnehmen, was den Jüdischen Nationalfonds angeht. Das wird Herr Guarmin uns natürlich ausführlich schildern. Aber ich möchte natürlich noch mal ganz kurz daran erinnern, dass der Titel Israel 2040 lautet, nicht die Geschichte. Aber es ist eine gewisse Kontinuität. Überraschend war für mich, als ich es erst mal gelesen habe, dass es hier um die Schaffung von 1,5 Millionen neuer Arbeitsplätzen und Wohnstätten für Israel geht, für das ein wachsendes Israel also. Und dass aus den überfüllten Metropolregionen hinaus man nach Galiläa und nach in den Negev gehen will. Und dann erinnert man sich natürlich daran, dass schon in sehr frühen Tagen des israelischen Staates Ben-Gurion immer darauf gedrängt hat, den Negev für die Bevölkerung weiterzuentwickeln. Und da ist ja auch schon unglaublich viel geschehen. Auf einer unserer Bürgerreisen hatten wir große landwirtschaftliche Projekte angeguckt. Das war schon ausgesprochen spannend. Wir waren im Wald der deutschen Länder, der vom KKL da betrieben wird. Also das ist schon ein Riesenoptimismus und eine große Aufgabe. Herr Guarmin wird darüber reden. Ich glaube, 2019 waren Sie das letzte Mal bei uns in der Präsenzveranstaltung. Das war natürlich ein bisschen besser. Und Ihnen allen kann ich nur sagen, stellen Sie Ihre Fragen. Wir paar Menschen, die wir hier sind, wir können das ja alles schön intim machen. Von Beginn an gerne bitte in den Chat reinschreiben.
Und jeder scheint hier doch routiniert zu sein. Ich sage es vielleicht aber nochmal. Unten auf das Chat-Symbol in der Mitte klicken, dann erscheint auf der rechten Seite Fenster. Ganz unten kann man dann reinschreiben und wir werden das verfolgen. Und was geschrieben wird, mit der Enter-Taste bestätigen. Und so kommen wir dann nachher in eine Diskussion. Und vielleicht geht es sogar am Ende so mit Handheben, wenn wir nur so wenig bleiben, dass wir es sogar mündlich machen. Ich freue mich auf jeden Fall erstmal darüber, dass wir über dieses hochspannende Thema, über die Zukunft, über eine gewisse Zukunft Israels hören können, über eine optimistische, visionäre Zukunft in weniger als 20 Jahren. Herr Gurgnin, Sie sind dran. Sie haben das Wort. Ja, also das ist schön. Erstmal ganz herzlichen vielen Dank für die Einladung, dass ich heute Abend etwas darüber erzählen darf, was die Visionen des Jüdischen Nationalfonds für die Zukunft sind. Genau, 2019 war ich in Bremen, das ist richtig. Wer von Ihnen war denn da bei dem Vortrag dabei? Also doch schon so einige Hände sehe ich. Das ist ja schön, das freut mich. Trotzdem werde ich nochmal einen kleinen Rückblick geben über die Geschichte des Jüdischen Nationalfonds, denn ohne die Geschichte zu verstehen, verstehen wir auch nicht die Neuausrichtung, die neuen Herausforderungen, die der Jüdische Nationalfonds hat. Ich bin tatsächlich seit 4 Jahren jetzt schon der Hauptdelegierte des Jüdischen Nationalfonds für Deutschland. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, habe dann Aliyah gemacht nach Israel und habe 2012 angefangen, für den Jüdischen Nationalfonds zu arbeiten als Forstingenieur, war dann in der Forstabteilung tätig. Und als dann nach 5 Jahren, nämlich im Sommer 2017, die Möglichkeit war, nach Deutschland zu kommen für einige Jahre, es waren ursprünglich 2 Jahre, haben wir das im Familienrat gegen die Mehrheit der Mitglieder durchgesetzt, meine Frau und ich, und sind dann mit den Kindern nach Berlin gezogen, wo wir jetzt schon in das 5. Jahr unseres Aufenthalts hier gehen. Aber auch das ist begrenzt natürlich. Wir haben eine heranwachsende junge Dame, die nächstes Jahr zur Armee eingezogen wird in Israel. Und dann wird es auch für uns wieder heißen, zurück nach Israel gehen. Wir wurden genauso wie Sie alle auch von Corona überrascht, hätten uns 2019 noch nicht vorstellen können, dass uns so etwas mal überrollt. Die Präsenzveranstaltung, das ist etwas, das mir persönlich sehr, sehr fehlt, einfach der direkte Kontakt mit den Unterstützern, die wir haben, mit Unterstützerinnen. Und bei einem Live-Vortrag, das sehe ich immer, wenn jemand vom Stuhl fällt, weil er eingeschlafen ist, dann war ich zu langweilig oder zu langsam. Und das ist halt bei Zoom etwas schwieriger zu bewerten. Aber ich versuche es trotzdem möglichst informativ und trotzdem unterhaltsam rüberzubringen. Wir haben seit durch Corona bedingt auch eine ganze Reihe von Online-Veranstaltungen, die wir als Jüdischer Nationalfonds veranstalten. Da möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass wir am 20. Juni eine Online-Waldbegehung haben, wo wir versuchen, etwas die Atmosphäre eines sommerlichen israelischen Waldes auf die Bildschirme zu zaubern, weil viele von Ihnen sicher schon oft in Israel waren und jetzt schon seit längerem nicht mehr. Und da wollen wir die Möglichkeit geben, das über ein Zoom-Event am 20. Juni zu bewerkstelligen. Und eine Veranstaltung am 12.9. im September wird um das Shemitah-Jahr gehen, denn der Rosh Hashanah, ab dem jüdischen Neujahrsfest, ist Shemitah-Jahr. Alle 7 Jahre gibt es dieses Jahr, wo nach biblischem Gesetz nicht gepflanzt werden soll und keine Felder bebaut. Das ist für uns als Forstorganisation natürlich sehr, sehr einschneidend, genauso für die Landwirte, viele Landwirte, die das betrifft. Und dazu haben wir am 12.9. eine Veranstaltung. Das wollte ich Ihnen nur mitteilen, falls Sie auch an diesen etwas aparteren Themen wie Shemitah ja Interesse haben sollten. Zum Einstieg möchte ich, ein Jahr nach der Gründung des Jüdischen Nationalfonds beginnen. Und zwar geht es um zwei Wiener, berühmte Wiener, Theodor Herzl und Sigmund Freud, die Nachbarn waren. Das wissen vielleicht die wenigsten. Beide haben in der Berggasse gewohnt. Sigmund Freud in der Berggasse 19 und Theodor Herzl in der Berggasse 6. Also keine paar Häuser entfernt. Freud selber hat von 1891 bis 1938 dort gelebt, also
ja, über 40 Jahre. Und Herzl nur während einer kurzen Zeitspanne von 96 bis 98. Also schon in der Zeit, als er in der jüdischen Welt sehr, sehr berühmt war. Herzl und Freud, zwei ganz berühmte, haben sich nie wirklich getroffen. Aber das ist vielleicht auch gut so, denn die große Frage, was wäre passiert, wenn Sigmund Freud und Theodor Herzl sich getroffen hätten? Vielleicht hätte Freud Theodor Herzl gesagt, er soll nicht so viele Obsessionen haben über seinen Traum, über seine Träume des jüdischen Staates. Und andererseits hätte vielleicht Herzl Sigmund Freud überzeugt, dass man dann doch Träume annehmen soll und sie nicht analysieren. Und vielleicht hätten wir dann, wenn die beiden sich getroffen hätten, weder die Psychoanalyse noch den jüdischen Staat heute. Wir wissen es nicht, aber was wir wissen, ist, dass Sigmund Freud einen Brief an Theodor Herzl geschrieben hat und hat ihn nicht bei ihm in Briefkasten gegenüber eingeworfen. Das war auch 1902, also nachdem Herzl schon weitergezogen war, sondern die beiden hatten den gleichen Buchhändler. Und Sigmund Freud hat seinen Brief an Theodor Herzl beim Buchhändler hinterlegt und hat geschrieben, hochgeehrter Herr Doktor, über Anregung Ihres Redaktionskollegen, des Herrn Max Nordau, habe ich mir erlaubt, Ihnen durch die Buchhandlung Frau Deutige ein Exemplar meines 1900 publizierten Buches über die Traumdeutung sowie einen kleinen, dasselbe Thema behandelnden Vortrag zuzusenden. Ich kann nicht wissen, ob Sie den Eindruck empfangen werden, dass das Buch sich für die Verwendung eigne, die Herr Nordau im Auge gehabt hat, aber ich bitte Sie, es für alle Fälle als ein Zeichen der Hochachtung zu behalten, die ich, wie so viele andere, seit Jahren dem Dichter und dem Kämpfer für die Menschenrechte unseres Volkes entgegenbringe. Ergebens, Ihr Professor Dr. Freud. Das ist eine Anekdote, die mir sehr, sehr schön gefällt als Einstieg in den Vortrag über die Vision Israel 2040, weil es zeigt, dass mit der Gründung des Jüdischen Nationalfonds etwas Neues entstanden ist. In einer schwierigen Zeit, als es viele Pogrome gegen jüdische Gemeinden gab, vor allem in Osteuropa, als die Emanzipation sich langsam als nicht so erfolgreich herausstellte, wie es gedacht war, gab es trotzdem die Vision, die Idee eines eigenen jüdischen Staates, der auch von vielen, die dann nicht aktiv in diesem Bereich tätig waren, wie Sigmund Freud, aber trotzdem auch dort im Bewusstsein war und wohlwollende Unterstützung gefunden hat. Am 29. Dezember 1901 wurde der Jüdische Nationalfonds in Basel gegründet. Die Idee war, einen Fonds zu gründen, der Land aufkaufen sollte im Lande Israel, um dort einen zukünftigen jüdischen Staat zu errichten. Der Gründung war ein Drama vorausgegangen, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu wissen, denn die Gründung des Jüdischen Nationalfonds wurde abgelehnt mit 81 zu 54 Stimmen, weil Max Bodenheimer, dann später auch der Weltvorsitzende der Organisation werden sollte, gesagt hätte, wir haben keine exakte juristische Formulierung für die Aufgaben des Jüdischen Nationalfonds erarbeitet. Wir können deswegen diesen Nationalfonds nicht gründen und müssen das auf die nächste Sitzung verschieben. Und als Theodor Herzl das gehört hat, er war nämlich während der Abstimmung nicht im Saal und ich weiß bis heute nicht, wo Theodor Herzl war, als diese wichtige Entscheidung getroffen wurde. Aber als er davon hörte, dass die Gründung des Jüdischen Nationalfonds abgelehnt wurde, schaffte er es, eine Wiederholung der Wahl durchzusetzen, in der über zwei Dinge getrennt abgestimmt werden sollte, nämlich einerseits über die Errichtung des Fonds und andererseits darüber, wie die Aufgabenbereiche zu definieren sind. Und an dieser kurzen Geschichte über die Gründung des Jüdischen Nationalfonds, da sehen Sie schon, von Anfang an war nicht ganz klar, wie die Aufgaben dieser Organisation definiert sind. Klar, um Land aufzukaufen im Lande Israel. Aber darüber hinaus, wie Bodenheimer sagte, keine exakten juristischen Formulierungen. Die Aufgabe, Land aufzukaufen, das ist eine große finanzielle Herausforderung natürlich. Dazu mussten viele Gelder
gesammelt werden. Und das wurde über eine Erfindung von, oder eine Erfindung, eine Anpassung einer Spendenbüchse, die blau angemalt wurde. Johann Kremenetzky hatte die Idee, so eine Blechbüchse in vielen Haushalten und jüdischen Gemeinden aufzustellen, um damit Geld zu sammeln. Genau diese, wie du Wittekind gerade in die Kamera zeigt. Das ist das Nachfolgemodell der ursprünglichen blauen Büchse, mit der die Gelder gesammelt wurden, um Land aufzukaufen, damit die Idee des jüdischen Staates im Lande Israel umgesetzt werden konnte. Der Landkauf war mit vielen Schwierigkeiten verbunden. Und auch hier vielleicht eine kurze Anekdote, um zu sehen, wie sich das gestaltete. Denn nach dem Ersten Weltkrieg 1919 hat der damalige Vorsitzende de Liem in Den Haag, war der Hauptsitz, beschlossen, dass der jüdische Nationalfonds die Landkauftätigkeiten einstellt, weil kein Geld mehr vorhanden ist. Und um sich ein Bild von der Arbeit der lokalen Büros zu machen, beschloss de Liem mit einer Delegation von Den Haag nach ins Land Israel, ins Osmanische Reich, in das zerfallende Osmanische Reich zu reisen und dort die Ländereien zu begutachten, auch die kurz noch vor einem Abschluss des Kaufes standen, wo noch keine endgültige Entscheidung darüber gefällt war. Im Lande Israel, in dem Büro in Jaffa, war Joshua Henkin verantwortlich für den Kauf von Ländereien. Und der hat dann 2 Tage, bevor die Delegation ankam, schnell Verträge für 50.000 Dunam Land, 5.000 Hektar unterzeichnet, um die Delegation vor vollendete Tatsachen zu stellen und trotzdem der ursprünglichen Aufgabe des Landkaufes gerecht zu werden. Das war natürlich ein Affront gegenüber dem Weltvorsitzenden, dem Vorsitzenden Liem. Der Rest des Vorstandes des Jüdischen Nationalfonds hat diese Kauftätigkeit Joshua Henkins nachträglich gebilligt. Daraufhin hat de Liem ein Veto eingelegt als Vorsitzender und da wurde ihm von der zionistischen Führung das Vetorecht entzogen. Und so konnten wir damals schon 1920 5.000 Hektar Land erwerben, die dann später auch durch jüdische Gemeinden besiedelt wurden und heute noch in Jezreel-Ebene zu dem Besitztum des jüdischen Nationalfonds gehören. Ein einschneidendes Ereignis für den jüdischen Nationalfonds war dann die Gründung des Staates Israels 1948, denn die ursprüngliche Aufgabe, wie sie bei der Gründung 1901 formuliert wurde, war ja der Aufkauf von Land, um eine Gründung des jüdischen Staates zu ermöglichen. Und in dem Moment, wo der jüdische Staat existiert, hätte ja der jüdische Nationalfonds seine Daseinsberechtigung aufgegeben, wenn man das genau nimmt. Aber dadurch, dass es keine genaue juristischen Formulierungen gab des Aufgabenbereiches, hat der jüdische Nationalfonds mit den Dingen, die er bis 1948 geschaffen hat, weitergearbeitet. Das ist unter anderem das Pflanzen von Wäldern und durch eine Entscheidung der israelischen Regierung unter David Ben-Gurion wurde der jüdische Nationalfonds dann auch in den 50er Jahren offiziell damit beauftragt, die forstlichen Aufgaben im Lande Israel wahrzunehmen. Als der Staat Israel 1948 gegründet wurde, hatte er knapp über 800.000 Einwohner. In den arabischen Staaten ringsherum lebten mehr als 750.000 Juden, die zum größten Teil nach der Staatsgründung Israels 1948 ihre Länder, ihre Heimat verlassen mussten, weil sie massiven Angriffen ausgesetzt waren. Das heißt Bombenattentate, Pogrome, Enteignungen und Ausweisungen von vielen Juden aus den arabischen Ländern stellten auch jetzt wieder den jungen Staat Israel vor eine große Herausforderung, weil bis im Jahr 1972 über 700.000 Flüchtlinge aus den arabischen Ländern und dem Iran nach
Israel kamen in den noch jungen Staat. Und hier fiel dem jüdischen Nationalverband wieder eine große Aufgabe zu, nämlich diese Leute zu beschäftigen. Das waren viele, vielfach einfache Leute aus dem Jemen, aus dem Irak, die nicht die europäische Bildung hatten, wie die Regierungseliten in Israel, muss man sagen, sondern eben andere Fähigkeiten. Und viele Tausende dieser Neuankömmlinge nach Israel wurden dann beim jüdischen Nationalverband beschäftigt und durften die Wälder pflanzen. Und während dieser Jahrzehnte, dann sehen wir auch einen ganz, ganz starken Anstieg der Waldfläche durch die vielen Arbeitskräfte, die in den jungen Staat eingewandert sind. Das ist einige kurze Gegebenheiten aus der Geschichte des jüdischen Nationalfonds, die vielleicht wichtig sind zu verstehen, wie der jüdische Nationalfonds heute arbeitet. Der jüdische Nationalfonds in Israel ist eine Nichtregierungsorganisation. Wir sind keine staatliche Organisation. Wir haben einen Staatsvertrag 1961 mit dem israelischen Staat geschlossen, wo über die Bewirtschaftung der israelischen Wälder beschlossen wurde, was unterzeichnet wurde. Wir verwalten die 120.000 Hektar Waldfläche in Israel, haben dafür eine extra Forstabteilung. Aber darüber hinaus hat der jüdische Nationalfonds noch viele weitere Aufgaben, nämlich unter anderem im Bereich des Wassers, da wo wir Wasserreservoire finanzieren, aber auch im Erziehungsbereich viele Aufgaben in der Landvorbereitung für die Landwirtschaft. Und viele dieser Aufgaben führen wir heute noch durch und sind uns aber dessen bewusst, dass wir in einer Gegenwart mit wandelndem Klima in Israel, wo wir höhere Temperaturen feststellen können, ein verändertes Niederschlagsmuster mit mehreren Dürrejahren, dass wir neu denken müssen in der Forstwirtschaft und darüber hinaus, und jetzt kommen wir nicht zu dieser Mission des Landes Israel 2040, darüber hinaus steht Israel ein starker Bevölkerungswachstum bevor. Wir hatten letztes Jahr, waren es am Unabhängigkeitstag, 9 Millionen Israelis, die es gibt. Das ist eine sehr beachtliche Zahl. Aber für das Jahr 2040 wird prognostiziert, dass es 13 Millionen Israelis gibt. Also fast die Hälfte nochmal dazu. Das liegt einerseits daran, dass es immer noch eine starke Einwanderung von Juden nach Israel gibt, aber nicht nur daran, sondern auch in der starken Reproduktionsrate der Israelis, wo man im Durchschnitt über 2,3 Kinder pro Frau zählt. Es gibt viele Familien, die 4, 5 Kinder haben. Das ein sehr kinderreiches Land ist Israel. Und das ist eben eine Herausforderung, denn eine so stark wachsende Bevölkerung, wie wir sie in Israel haben, braucht entsprechende Infrastruktur. Wir brauchen Wohnungen, Verkehrsmöglichkeiten, Arbeitsplätze, aber natürlich auch Freiflächen und Erholungsmöglichkeit für die ganzen Einwohner. Über die Hälfte der israelischen Einwohner wohnen heute im Großraum Tel Aviv-Jerusalem, im Ballungsgebiet Gush Dan. Und die Vision, die Idee, die der jüdische Nationalfonds formuliert hat, ist es, Leute zu bewegen, in die Peripherie zu ziehen, also nach Nordisrael, nach Galiläa und in den Negev. Das ist noch recht dünn besiedelt. Und als Anhaltspunkt oder als Zahl sollen 1 Million Menschen bewegt werden, in den Negev zu ziehen und 500.000 Menschen nach Galiläa. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, denn, wie schon gesagt, es geht nicht nur darum, den Wohnraum, Wohnungen zu bauen und Verkehrsmöglichkeiten, Straßen, Eisenbahnen, sondern auch die Leute dazu ermutigen, dorthin zu ziehen. Das heißt, ich muss Arbeitsplätze schaffen, Möglichkeiten zur Fortbildung, gute Schulen, damit die Attraktivität der Peripherie steigt.
Und hier hat natürlich der Jüdische Nationalfonds als eine der großen grünen Organisationen einen besonderen Stellenwert, weil wir als Forstbehörde dafür sorgen, dass es viele Grünflächen gibt, dass es Rückzugsmöglichkeiten gibt zur Erholung, zum Sporttreiben in den Wäldern. Und wir durch das Schaffen von Grünflächen und von naturnahen Gebieten natürlich auch die Attraktivität in der Peripherie erhöhen können. Zusätzlich dazu ist nach Entscheidung des KKL-JNF-Direktoriums auch im sozialen Bereich viel getan worden. So versucht der Jüdische Nationalfonds in Israel durch das Fördern zukunftsweisender Ausbildungsbereiche in Datenkommunikation, Computerisierung, Telekommunikation und Ähnlichem jungen Studenten und Schülern in der Peripherie, also in Nordisrael, im Galiläa und im Süden, Perspektiven zu bieten, wie sie sich weiterbilden können, wie sie auch jenseits des normalen schulischen Curriculums Wissen vermittelt bekommen und so einerseits die gleichen Chancen bekommen wie junge Leute oder Studenten in Tel Aviv und in der Gush Dan-Region, aber auch durch das Schaffen von Infrastruktur, von Coworking-Plätzen und von Technologie-Hubs in der Peripherie versucht der Jüdische Nationalfonds natürlich auch junge Firmen, junge Unternehmen aus Tel Aviv zu bewegen, in die Peripherie zu kommen, um die Arbeitsplätze dorthin zu bringen. Diese ganze Idee Israel 2040, diese Vision, das ist natürlich ein Kraftakt, den der Jüdische Nationalfonds nicht alleine stellen kann, auch nicht alleine stemmen möchte, sondern das geschieht in enger Zusammenarbeit mit der israelischen Regierung, wo es verschiedene Foren gibt, wie auch verschiedene Ministerien und andere Organisationen sich einbringen können. Denn das ist eine Aufgabe, die wir als Organisation alleine gar nicht schaffen, sondern da müssen Straßen gebaut werden, da muss Nahverkehr, Eisenbahnlinien verlegt werden, Flughäfen gebaut werden, damit der Verkehr von Landesmitte in die Peripherie auch besser wird. Diese Vision Israel 2040 in Zahlen, das sind, wie schon gesagt, 1 Million neue Einwohner im Negev, 500.000 neue Einwohner in Galiläa, 750 Start-up-Unternehmen sollen bewegt werden, in die Peripherie zu ziehen. 150.000 Neueinwanderer werden erwartet, in diese Regionen zu ziehen. 30 neue Zentren sollen geschaffen werden für Forschung und Entwicklung, für Innovation und Unternehmertum. 400.000 neue Wohnungen und 100.000 neue Mietwohnungen. Also es ist ein Riesenprojekt, das in Israel angelaufen ist. Eine große Vision, von der wir als deutscher Zweig des Jüdischen Nationalfonds natürlich nur einen kleinen Bereich abdecken können. Und wir haben uns als Organisation hier in Deutschland dazu entschieden, die Häuser der Exzellenz, die in Israel gebaut wurden und werden, zu fördern. Die Idee steckt, die dahinter ist, bei diesen Häusern der Exzellenz im Rahmen dieser Vision Israel 2040, dort anzusetzen, wo es am wichtigsten ist, nicht bei der Erziehung der Schüler und Schülerinnen. Und im Rahmen dieser Vision sind 10 Häuser geplant, 2 stehen schon fertig, werden schon benutzt, eins in Nazrat Elit, das jetzt Nofa Galil heißt, und eines in Kiryat Malachi. Und das sind letztendlich Räumlichkeiten, die wir betreiben und wo Schüler nachmittags hinkommen können, um mehr zu lernen als das, was die Schule anbietet. Es geht nicht darum, Nachhilfe in Mathe oder in Englisch zu geben, sondern es geht darum, jungen Leuten andere Perspektiven zu geben. Das heißt, Coaching, wie man sich selbst präsentieren kann. Es geht darum, Vorträge von Armeeeinheiten zu geben, wie zum Beispiel der Cyber-Einheit 8200, um den Schülerinnen und Schülern
Perspektiven zu zeigen, was sie erreichen können, wenn sie auch außerhalb des schulischen Curriculums sich Wissen aneignen. Dass diese Häuser, die gebaut werden, die sind natürlich offen für alle Teile der israelischen Gesellschaft, also für Araber, für Juden, für Christen. Ein Programm, das jedem, der es nur möchte, offen steht und der dorthin kommen kann, um sich nachmittags weitere zusätzliche Angebote zu holen, um sich selbst vorwärts zu bringen und sich in der israelischen Gesellschaft dann erfolgreich einbringen zu können. Die ersten Erfolge lassen sich auch messen, tatsächlich an Zahlen. So ist zum Beispiel das vor 2,5 Jahren eröffnete Haus in Nofa Galil, das ehemals Obergnazareth hieß. Dort konnten seit Eröffnung dieses KKL-Hauses die Zahl der 12-Klässler, die die Hochschulreife erreichen, um 10% gesteigert werden. In Israel haben alle Schulpflicht bis 12 Jahre. Entweder man hat die Hochschulreife danach, wenn man alle Prüfungen macht, oder man hat sie nicht. Und eine Steigerung von 10% ist einer der sehr, sehr großen Erfolge, die wir mit diesen Häusern aufweisen können. Das KKL-Haus, das der Jüdische Nationalverein in Deutschland adoptiert hat oder sich bereit erklärt hat zu übernehmen, ist in Zfat, Safed, eine der 4 heiligen Städten im Judentum in Obergalilea. Sehr schöne Stadt mit sehr schönem Klima. Und wenn in den anderen Häusern die Schwerpunkt auf den MINT-Fächern ist, also Fortbildungen im mathematischen Bereich, naturwissenschaftlichen und im Cyberbereich natürlich auch im technologischen, ist der Schwerpunkt des KKL-Hauses in Zfat, auch weil es von uns so gewünscht ist, Schwerpunkt Natur und Umwelt. Wir sehen große Defizite im Natur- und Umweltbewusstsein bei jungen Israelis. Und wir glauben fest daran, dass wenn wir die Jugend dafür sensibilisieren, welche Probleme auch durch den Klimawandel bedingt auf Israel zukommen, dass wir es schaffen, dort die brillanten Ideen, Ideenmacher, Ideenschöpfer von morgen zu fördern, die die Probleme lösen können, hoffentlich, die uns alle ja betreffen. In Deutschland haben wir gesehen, vor Corona gab es viele Demonstrationen an den Fridays for Future von jungen Leuten, die sich der Problematik des Klimawandels, der globalen Erwärmung bewusst waren. In Israel ist dieses Bewusstsein noch nicht so fortgeschritten. Aber wir glauben fest daran, dass wir über entsprechende Angebote in Zfat, in diesem Haus, die Jugend dafür sensibilisieren können, Interesse dafür wecken und schon von früher Jugend an dann die Ideen sich entwickeln können, wie solche Probleme angegangen werden können. Ein anderer Schwerpunkt in diesem Haus in Zfat, dass wir aus Deutschland unterstützen, ist neben dem Umweltbewusstsein und Naturbewusstsein das gesellschaftliche Engagement. Es ist sehr, sehr wichtig, Jugend auch dahin zu bringen, da für den Nächsten etwas zu tun, sich zu engagieren und aktiv zu werden. Sie sehen, die Aufgaben des Jüdischen Nationalfonds in den letzten 21 Jahren haben sich verändert, waren ursprünglich auf Landkauf ausgelegt, haben sich dann über die Aufforstung zur Landentwicklung, Wasserreservoirs weiterentwickelt. Und heute sehen wir uns als Organisation neben diesen Aufgaben, die wir traditionell noch weiter wahrnehmen, auch mit neuen Herausforderungen, auch neuen Herausforderungen gegenüber, die wir natürlich sehr gerne wahrnehmen und angehen. Haben Sie denn soweit Fragen? Also ich übernehme mal jetzt, wenn es gestattet, versteht man mich? Ich habe ausgeschaltet. Ne? Ich übernehme mal jetzt ein bisschen
den Beginn der Diskussion ziehe ich einfach mal an mich als Moderator. Herr Gurgin, erstmal vielen Dank für diese Erläuterung und für den Wandel, den Sie da erläutert haben, vom Landkauf zu heute völlig anderen Aufgaben. Ich habe mir eins noch nicht verstanden. Dieses riesige Projekt, ich nenne es mal Projekt, vielleicht ist es auch nur eine Vision, aber immerhin stecken dahinter ja große Zahlen. 1,5 Millionen Menschen verlagern von Wohnraum sogar in die Wüste oder nach Galiläa. Da steckt ja eine Unmenge von notwendigem Kapital dahinter, was aufzubringen ist, wenn dort gebaut wird, wenn dort Parks angelegt werden oder wenn Häuser gebaut werden. Das, was der Jüdische Nationalfonds macht, das kann ich verstehen, das ist auch Spenden, aber dieses riesige Projekt, diese, ich will nicht die Zahl sagen, aber da gibt es doch bestimmt eine riesige Zahl. Und Sie sagen, die ist in Foren beschlossen worden. Gibt es darüber keine Gesetze? Gibt es darüber keinen Gesetzesrahmen, der sagt, so und so viel Geld wollen wir reinstecken? Da erinnere ich mich einfach dann, was Biden jetzt gesagt hat, als er Präsident wurde. Wir nehmen mal so und so viel Billionen Dollar in die Hand, um die Infrastruktur in Amerika zu verbessern. Das wäre doch auch sicherlich eine Notwendigkeit. Oder wie ist das? Naja, die Zahlen gibt es nicht, weil im Prinzip es dafür keine Mittel gibt. Das ist ein dynamischer Prozess, der ja auch wachsen muss. Also im Prinzip schaut es ja so aus, man muss die Leute dazu bewegen, in den Norden und in den Süden ziehen zu wollen. Und wenn sie in den Norden und Süden ziehen wollen, dann muss der Staat natürlich aus Steuermitteln die Infrastruktur schaffen, das heißt Straßen hinbauen, Schulen. Aber die Wohnungen, das muss jeder, der dorthin zieht, selber finanzieren natürlich. Das sind keine Finanzierungen, die jetzt der Jüdische Nationalfonds oder der Staat vornehmen würde. Der Vorteil in der Peripherie ist natürlich, dass die Wohnungspreise viel niedriger sind als in Tel Aviv und in Jerusalem. Das heißt, das ist ein zusätzlicher Anreiz für junge Familien zum Beispiel, für hochqualifizierte Fachkräfte, anstatt dass sie sich eine Dreizimmerwohnung in Tel Aviv kaufen und dann sich für 30 Jahre bei der Bank verschulden, dass sie sich eine Vierzimmerwohnung oder ein kleines Häuschen in Zwat oder in Birja kaufen, wo die Preise bedeutend niedriger sind. Das heißt, die Finanzierung von Wohnungen, von Häusern, das ist natürlich alles, was jeder, der dorthin möchte, auch selber machen muss. Und die anderen Ausgaben, wie Straßen, Schienen, Flughäfen, das sind natürlich staatliche Mittel, die aber so oder so verwendet werden müssen für Infrastrukturprojekte, weil die Bevölkerung wächst. Und eine wachsende, ich meine, Tel Aviv steht heute schon vor dem Verkehrskollaps und es wird dort jetzt endlich eine Straßenbahn gebaut. Diesem Wachstum der Bevölkerung muss natürlich Rechnung getragen werden durch Straßenbau und Infrastruktur, Verkehrsmöglichkeiten. Ja. Gibt es denn dafür, für diese infrastrukturelle Frage, gibt es dafür einen Rahmenplan an Geld oder wie macht das Israel? Das scheint ja völlig anders zu sein, als es bei uns in der Bundesrepublik läuft, wenn man Rahmenpläne zur Entwicklung hat. Es gibt schon Pläne und Vorgaben, aber die letztendlich ist immer entscheidend, wie viel Geld habe ich in der Kasse und kann dafür ausgeben. Und dass ich Rahmenpläne habe und lange Entwicklungspläne, bedeutet ja nicht unzwingend, dass die Gelder schon dafür zurückgelegt sind. Das ist immer der Staatshaushalt für ein Jahr, in dem diese Gelder dann festgelegt werden, für längere Zeiträume dann sicher auch in Absicht, dass das gemacht wird. Aber das große Problem, das wir zurzeit haben, ist, dass seit 2 Jahren keine reguläre Regierung da ist, die sich auch wirklich um diese Probleme kümmern kann und auch sagen kann, wir wollen vorausschauend hier investieren oder dort investieren. Das ist das große Problem, das wir in Israel gerade sehen. Aber man ist sich über die Vision zumindest einig in Israel. Die Politiker, die Öffentlichkeit. Das Bewusstsein ist da, dass etwas gemacht werden muss. Es gibt verschiedene Foren von Ministerien, die zusammentreten und die Probleme besprechen. Man ist sich bewusst, dass der Bevölkerungswachstum irgendwie eine Antwort auf diesen Bevölkerungswachstum gefunden werden muss. Okay.
Dann noch schließe ich eine Frage an, und dieses Bevölkerungswachstum, das ist ja sehr unterschiedlich, wenn man über Israel liest. Das Bevölkerungswachstum in den religiösen Gruppen der jüdischen Bevölkerung, die sehr zusammenlegen, ist enorm groß. Da bleibt es ja nicht beim Durchschnitt von 2,3 Kindern, sondern da gibt es ein überproportionales Wachstum. Und es gibt auch ein großes Wachstum in den arabischen Anteilen. Die kann man doch wohl kaum wegbewegen aus ihren traditionellen Gebieten, um in Negev zu gehen. In Galiläa kann ich mir schon vorstellen, weil da sehr viele Araber leben. Das könnte für die dann auch attraktiv sein. Aber wird das attraktiv sein für das übergroße Wachstum der religiösen, der orthodoxen jüdischen Bevölkerung, auch mitzugehen in den Negev zum Beispiel? Glauben Sie das, dass das möglich sein kann? Also auf jeden Fall ja. Und das sehen wir auch. Also einerseits muss man erstmal sagen, das stimmt, die Religiösen haben mehr Kinder als die Nicht-Religiösen. Also als wir in Zu Hadassa gewohnt haben, die Nachbargemeinde, das war Beta Elite, da war der Durchschnitt 8 Kinder. Mhm. Das schafft keine säkuläre Gemeinde in Israel, auf einen Durchschnitt von 8 Kindern zu kommen. Aber was interessanterweise feststellbar ist, dass auch in Tel Aviv und bei säkulären Familien die Kinderzahlen steigen. Das ist viele Familien mit 4 Kindern gibt, was natürlich nicht an die 8 Kinder im Durchschnitt in Beta Elite drankommt oder die hohen Kinderzahlen bei den Arabern. Der Großteil der arabischen Bevölkerung wohnt schon im Norden. Da muss niemand dazu bewegt werden, in den Norden zu ziehen. Es gibt einige jüdische, arabische Gemeinden um Netanya herum. Das ist aber eher klein, aber die großen Städte, die sind entweder im Negev oder in Galiläa sowieso. Die religiösen Familien, da ist keine Präferenz, unbedingt im Zentrum zu wohnen, sondern eben da, wo die religiösen Dienstleistungen geboten werden, wo es Synagogen gibt, Torah-Schulen, Mikwen. Und das ist überall machbar. Natürlich, Jerusalem an sich hat einen besonderen Punkt, weil es eine heilige Stadt ist, aber da ist Zvat ja auch ganz gut vorne mit dabei. Und auch Tiberias ist eine der 4 heiligen Städte im Judentum. Und in Arad gibt es eine sehr, sehr starke chassidische Gemeinde, die auch wächst. Arad ist eine Stadt in der Wüste, am Südzipfel vom Toten Meer, nur oberhalb, auf dem Berg oben. Und Gleiches sieht man auch in solchen Merchav Am, wo nationalreligiöse Familien wohnen. Mhm. Es gibt eine recht bekannte Tora-Schule in Mitzpe Ramon. Und auch in Gemeinden wie Netivot. Netivot ist eine sehr, sehr religiöse Gemeinde, weil dort eben einer der berühmten Rabbiner Hof hält. Von daher ist viel bei den kinderreichen religiösen Familien, keine geografische Präferenz auszumachen, außer natürlich Jerusalem, weil wer möchte nicht in Jerusalem wohnen? Ja. Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es eine ganz, ganz große Fluktuation gibt zwischen diesen verschiedenen Bevölkerungsteilen, religiös und nicht religiös. Es gibt viele Nicht-Religiöse, die religiös werden. Es gibt viele religiöse Familien, wo von den 8 Kindern dann 4 nicht religiös werden. Also das ist kein fester Rahmen, aus dem man nicht mehr rauskommen würde. Das ist anders, wenn man jetzt zwischen Juden und Arabern unterscheiden würde. Da ist es etwas schwerer, aber geschieht auch. Aber innerhalb der jüdischen Bevölkerungsteile, religiös, nicht religiös, und mit den 50.000 Schattierungen, die es da ja gibt zwischen Chassidischen und Litauern und ich weiß nicht was, als nationalreligiös, antizionistisch religiös, da gibt es eine sehr, sehr große Bewegung, die man ausmachen kann in beide Richtungen. Einerseits Familien, die und Leute, die religiös werden, aber auch viele Religiöse, die nicht mehr religiös leben möchten und dann dementsprechend auch aus den religiösen Städten wegziehen. Denn das ist eine Besonderheit in Israel, die man sich so gar nicht vorstellen kann. Es gibt Städte, wo nur Religiöse wohnen, und dort können auch nur Religiöse wohnen. Da gibt es, wenn man dort hinziehen möchte und sich dann ein Haus kaufen möchte, gibt es ein Komitee, das darüber befindet, ob man religiös genug ist oder nicht. Es gibt auch Gemeinden, die absolut areligiös sind, in denen es nicht mal eine Synagoge gibt. Da würde natürlich auch jemand religiös nicht hinziehen wollen. Und das ist eben und da gibt es natürlich viele, viele gemischte Städte, wo auch Änderungen vorkommen. Wir selber haben in Zu Hadassa gewohnt, was eine säkuläre Gemeinde war. Und irgendwann haben nationalreligiöse Juden gemerkt, dass sie sich dort gut wohnen. Heute haben wir 7 Synagogen.
Okay, das war eine sehr interessante Erklärung, was ein bisschen mehr davon erläutert. Jetzt haben wir zwei Wortmeldungen hintereinander. Ich fange mal mit Jan an. Jan, du übernimmst das Mikrofon bitte, ne? Ja, ich habe eine Frage zu dem, was Sie geschildert haben, dass nämlich auch gerade Unternehmen und insbesondere Start-ups halt gelockt werden sollen, nach Galiläa und in den Negev zu gehen. Und wir hatten dazu tatsächlich mal eine Veranstaltung hier in Bremen. Da ging es um die Bremer Partnerstadt Haifa. Und da waren ein paar Start-up-Gründer, die in Haifa an der Universität studiert und dort wirklich auch sehr interessante Ideen entwickelt haben, insbesondere im Bereich Softwareentwicklung auch. Und Haifa tut sehr viel, um junge Leute, Start-up-Gründer anzulocken und auch zu halten. Also sie stellen da auch eine Menge Infrastruktur zur Verfügung. Zum Beispiel gibt es da so einen sogenannten Inkubator, wo Leute, die eine tolle Idee haben, erstmal kostenlos Büroräume kriegen. Fand ich eine ganz tolle Sache, also auf jeden Fall nachahmenswert für Bremen. Es gibt hier mittlerweile so Ansätze. Aber was ich mich dabei gefragt habe, und ich habe auch mit einem jungen Mann, der hier in Bremen war, da nach der Veranstaltung gesprochen, und der meinte dann, ja, wenn ich damit durch bin, gehe ich auf jeden Fall nach Tel Aviv. Und dann habe ich halt gefragt, warum gehst du denn da unbedingt hin? Was soll ich denn in Haifa irgendwie? In Tel Aviv, da tobt das Leben. Und da habe ich eben, als sie das so geschildert haben, mich wirklich gefragt, da muss es ja eine richtige Trendumkehr geben. Und die Immobilienpreise in Tel Aviv und Jerusalem, die sind ja auch nicht erst seit gestern so hoch. Und die Bautätigkeit ist ja unglaublich groß in beiden Städten, also in Gush Dan und auch im Raum Jerusalem insbesondere. Also das kann nicht irgendwie der Weg sein, wie man Leute in die Provinz lockt, sag ich mal so. Da frage ich mich, gibt es da irgendwie nochmal eine genauere Planung dazu, wie man Leute dazu bewegen kann, wirklich so in die Peripherie zu gehen? Also ich muss zugeben, das ist einer der Kritikpunkte, die ich persönlich auch an dieser Idee habe, weil Tel Aviv kann man nicht nachmachen. Das ist ein Inkubator, wie es nur einmal auf der Welt gibt. Und die Strahlungen, die dort herrschen, da kann man noch so viel kostenlose Räume zur Verfügung stellen, Haifa, das ist was anderes. Das ist eine Atmosphäre, da komme ich nicht dran. Aber es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich. Also man muss sich auch hier mal unterscheiden. Die junge Start-up-Leute, die nach der Armee in einem Start-up anfangen mit 25, 26, die wollen natürlich nach Tel Aviv. Aber sobald die dann mit 27 verheiratet sind und zwei Kinder haben, sieht das schon anders aus. Und das ist der Punkt, wo man vielleicht ansetzen kann. Sobald ich Familie gründe, brauche ich gute Schulen, ich brauche mehr Wohnraum. Ich sehe das selber in meinen Kindern. Da reicht keine Zwei-Zimmer-Wohnung mehr. Und was anderes kann man sich auch oft dann auch nicht leisten in Tel Aviv. Und die jungen Familien, die haben einen Grund, in die Peripherie zu ziehen, und die sollten dann speziell gefördert werden, das auch wahrzunehmen. Und deswegen ist auch das Projekt oder das Teilprojekt, das der Jüdische Nationalverein in Deutschland hauptsächlich unterstützt, eines dieser Häuser in der Peripherie, wo die Jugend gefördert werden soll und wo diese Probleme des von Umweltbewusstsein in Angriff genommen werden sollen. Ich selber sehe da mehr Chancen an einer Veränderung als ein Inkubator in Birja zu bauen, muss ich ganz offen sagen. Also eine sehr, sehr richtige Bemerkung, das sehe ich auch so. Aber die Vision ist es, qualifizierte Leute auch in die Peripherie zu bringen. Nur muss ich halt eben schauen, wen spreche ich an. Also keine Armeeabgänger, die jetzt zurückkommen von ihrem Indienurlaub, sondern eher 25, 26-Jährige, die, wie es in Israel üblich ist, dann in diesem Alter schon Familie gründen. Ja, die nächste Wortmeldung war von Hermann Kuhn. Hermann. Vielen Dank, Guido. Ich habe noch eine Frage nach der Möglichkeit, das zu planen oder was geplant werden soll, was die Idee ist, eine 500.000 Menschen in das nördliche Gebiet nach Galiläa. Soll das vor allen Dingen durch die Vergrößerung der bestehenden Siedlung, der bestehenden Städte passieren?
Ist die Idee, ganz neue Orte, Städte zu gründen, wie das in den 50er, 60er Jahren ja für die große Einwandererwelle gemacht worden ist? Das Gleiche ist wahrscheinlich noch viel extremer in der Negev, weil es da nicht so viele Ortschaften bisher gibt. Also ist da schon festgelegt, dort soll es entstehen und dort nicht, weil das dort für andere Dinge vorgesehen ist. Da habe ich noch keine Idee drüber. Und wenn es so einen Plan gibt, neue Städte zu gründen, wird da irgendwie drüber nachgedacht, welchen Charakter die haben sollen? Also soll es von vornherein möglichst unbedingt gemischte Städte werden? Oder wird auch zugelassen, so wie es jetzt ist? Sie haben das ja geschildert, es gibt Ortschaften, die sind eben religiös und die achten auch darauf, dass sie das bleiben. Oder wird das alles ganz offen gehandhabt? Also wird das auch politisch, soll es politisch genutzt werden, um die Integration des Zusammenlebens der verschiedenen Gruppen der Bevölkerung zur Beförderung durch diese Entlastung des Zentrums in die Peripherie? Das ist mir nicht ganz klar. Und die zweite Frage, die hängt ein bisschen damit zusammen. In der Beschreibung heißt es immer, das sollen grüne Städte werden. Und bis auf die Tatsache, dass da auch irgendwie Parks sind, habe ich noch nicht verstanden, worin das Grüne, das Neue wirklich bestehen soll. Also soll die Energieversorgung auf eine ganz andere Grundlage gestellt werden und so weiter und so fort. Also zur ersten Frage, es ist geplant, neue Städte zu gründen. Also natürlich sollen bestehende Städte erweitert werden. Es soll eine arabische, also ich weiß von einer arabischen Stadt und auch einer arabischen Universität, die in Galiläa gegründet werden sollen. In Südisrael ist mir bekannt von drei Gemeinden, die gegründet werden sollen. Neue Gründung und natürlich bestehende Gemeinden erweitert werden. Die Art oder der Charakter dieser Städte zu planen, das ist sehr schwierig. Harish ist eine Stadt, die vor einigen Jahren gegründet wurde. War ursprünglich gedacht für säkuläre Alltagsmenschen, bis ein großer Zuzug von einerseits Religiösen stattgefunden hat und andererseits aber auch viele arabische Familien, die in dieser Stadt sich Wohnungen gekauft haben, weil es ihnen dort gefallen hat. Und das ist eine sehr gemischte Stadt daraus geworden. Das lässt sich manchmal einfach nicht so planen, muss wahrscheinlich auch nicht sein, ist einfach besser, wenn das alleine geschieht, von alleine. Oder wie man auch den Wandel sieht von Nazareth Elit, das jetzt Obernazareth, das heute Nofa Galil heißt. Das war ursprünglich eine Stadt für Einwanderer aus dem Sowjetblock. Da war, ich kann mich daran erinnern, als ich das in Obernazareth mich dorthin verirrt hatte, da waren die Schilder noch auf Russisch angeschrieben. Und heute gibt es einen sehr starken arabischen Bevölkerungsteil in Obernazareth, weil das eben anderes zu bieten hat als das alte Nazareth. Und von daher ist da schwierig, da wahrscheinlich auch nicht gewollt, da zu planen, welchen Charakter solche Städte haben sollen. Die zweite Frage zu den grünen Städten. Es ist natürlich sehr wichtig, Städte, wenn sie neu gebaut werden oder wenn Stadtteile neu gebaut werden, die sie so zu planen, dass sie grünen Standards entsprechen. Und das ist jetzt nicht nur grün in unserem Sinne, also mit Wäldern und Parks, sondern auch mit Energieversorgung und Wasserrecycling und allem. Aber das sind alles Aufgaben, die wir als KKL selber nicht konkret behandeln, sondern das ist im Infrastrukturministerium. Kommt dann noch eine Zusatzfrage von dir, Hermann? Bist du damit zufrieden? Oder? Ja, okay. Wenn wir nochmal zurückkommen auf das, was Sie vorhin gesagt haben über das Projekt Deutsches Haus in Zwart. Wie kann man sich das vorstellen? Wie groß wird das? Wie viele Jugendliche werden da durchgeschleust pro Jahr? Da ist doch bestimmt auch eine Idee vorhanden von der Größe. Wer sind dann Mentoren oder Lehrer? Oder ist das gemischt? Wird das jüdisch-arabisch? Erzählen Sie mal ein bisschen was zu diesem Projekt. Also das Haus in Zwat wird ähnlich wie das in Nazareth Elit. Das in Nazareth Elit, in Nofa Galil, das habe ich mir angeschaut. Dazu fällt es mir leichter zu erzählen als das in Zwat, aber es ist vergleichbar. In Nazareth Elit, da war das ein dreistöckiges Gebäude mit verschiedenen Klassenzimmern.
verschiedene kleine Klassenzimmer, verschiedene Arbeitsplätze, Aufenthaltsräume, zwei große Säle. Und dort konnten die, während des Nachmittags, Nachmittagsangebote, konnten die Jugendlichen hinkommen und sich die verschiedenen Angebote, wahrnehmen. Und das sind natürlich Jugendliche, die dort wohnen, Araber, Juden, Christen, Moslems, alles gemischt. Und nach diesem Prinzip, nach dem gleichen Prinzip soll auch das in Zwart gebaut werden. Ob das jetzt zwei oder drei Stück ist, das müsste ich nochmal nachschauen. Aber es sollen eben einerseits Klassenräume zur Verfügung gestellt werden, wo Wissen vermittelt werden soll, frontal, aber auch Möglichkeit, also zwei Computerklassen, wenn ich mich recht entsinne, wo die Kinder die Möglichkeit haben, und Jugendlichen die Möglichkeit haben, sich an den Computer zu setzen, verschiedene Softwares kennenzulernen und einfach auch einen Computer zu haben, mit dem sie arbeiten. Ja, wer sind die Lehrer? Wer sind die Mentoren? Die Lehrer, die wir haben einen, der das Haus leitet, und dann sind dort Angestellte, die angestellt werden dazu. Und natürlich auch immer externe Fachleute für die verschiedenen Themen. Und die werden dann vom KKL betreut? Die werden in erster Linie vom KKL betreut, ja. Und bezahlt? Bezahlt, ja. Angedacht für ZFAT ist angedacht eine Kooperation mit der Stadtverwaltung, dass dort die Stadtverwaltung dann, weil sie auch großes Interesse daran hat, dass dieses Haus entsteht und auch auf lange Frist arbeitet, dass wir das in der Kooperation mit der Stadtverwaltung machen. Ja, da haben Sie gesagt, Natur und Umwelt soll eine wichtige Rolle spielen in dem neuen Projekt, in dem Deutschen Haus, worauf Sie Wert legen, und gesellschaftliches Engagement. Natur und Umwelt, was gehört alles dazu? Das ist ja nicht nur das Klassische möglicherweise, was Sie betreuen, also Wasser, Böden, Wald, sondern da gehört ja noch eine ganze Menge mehr zu. Wie Hermann Kuhn nannte schon mal so ein Thema eben, Energie. Wie gewinnt man in Zukunft Energie? Oder wie verschleudert man mehr Energie? Gibt es da, denn Israel ist ja nun auch kein, obwohl es jetzt ein Gasfeld hat, nicht unbedingt ein Primärenergieland, sondern man muss natürliche Ressourcen nutzen, aber Klimaanlagen laufen an jeder Ecke, an jedem alten Haus. Also der Verbrauch an Energie ist in Israel auch sehr hoch. Aber was haben Sie da? Besondere Ideen, die damit zusammengehören? Na, die Idee ist, dass wir in diesem Haus in Zfat erstmal Leute bringen, die jungen Leute begeistern können. Das sind einerseits Klimaforscher wie Pinchas Albert von der Tel Aviv University oder auch Forscher von Hochschulen an Haifa, in Tiberias gibt es eine Hochschule, die verschiedene Themen abdecken. Das heißt, einerseits Wasser ist ein wichtiges Thema und wird auch ein immer wichtigeres Thema, weil wir die Trinkwasserversorgung für 13 Millionen Menschen gewährleisten müssen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung, wo man sehr viel Know-how noch generieren muss, um Meerwasser in Salzungsanlagen verbessern zu können, um die Tröpfchenbewässerung noch sparsamer zu machen. Im Bereich der Energie, das ist richtig, Israel hat Gas gefunden und überraschenderweise genug, damit man auch noch Ägypten verkaufen kann. Aber die größte Ressource an Energie, das ist natürlich die Solarenergie. Und da gibt es das große Forschungszentrum, das nationale Forschungszentrum in Vitrej-Sevoker, wo sehr viel zu diesem Thema geforscht wird. Und auch das ist einer der Punkte, wo man schon von früh Kinder und Jugendliche ranführen kann. Was sind die großen Herausforderungen in der Solarenergie? Welche Probleme gibt es? Wie kann man diese Probleme angehen? Und ich denke, dass man über die Solarenergie, vor allem in Israel, weitaus mehr noch erreichen kann als über so ein Gasfeld im Mittelmeer. Also ich merke daraus, dass da Ideen sind, aber so richtig Projekte für dieses, nenne ich jetzt mal, Deutsche Haus existieren noch nicht. Das ist nur ein Ideenrahmen. Wann wollen Sie denn damit beginnen? Naja, das Ding soll angefangen, also Grundsteinlegung soll dieses Jahr noch stattfinden. Das heißt, es ist eine Bauzeit von einem Jahr, anderthalb Jahren, schätze ich mal. Und die Inhalte für die Klassenzimmer, die Auswahl der Schwerpunkte, das ist gerade zu abschließenden Diskussionen in Jerusalem. Da rechne ich damit, dass es bis Ende des Monats sicher schon
so weit ist, dass wir genau wissen, wie, welche Schwerpunkte zum Beispiel dort mehr im Energiebereich oder mehr im Wasserbereich oder mehr in anderen Bereichen stattfinden soll. Okay. Hermann, du hast noch eine Frage. Eine ganz andere, die geht nochmal 100 Jahre zurück. Da haben Sie die Anekdote erzählt, dass da Land gekauft wurde, ein bisschen Überrumpelung und durch einen Trick. Meine Frage ist, gehört dem jüdischen Nationalfonds denn heute noch Land? Oder wie ist das weitergegangen? Sie haben gesagt, Sie haben Land gekauft. Das ist dann Siedlern oder Leuten in Kibbutz oder so zur Verfügung gestellt worden. Hat der Kibbutz das dann gekauft? Mussten die Pacht bezahlen? Ist das alles irgendwann an den Staat zurückgefallen, Israel? Also sind Sie noch Landeigentümer und wollen Sie immer noch mehr haben? Wächst das? Da habe ich gar keine Vorstellung. Der jüdische Nationalfonds besitzt heute 13% der Landfläche in Israel, ist der größte Landbesitzer nach dem Staat. Es gibt ungefähr 10%, die Privatleuten und Kirchen gehören, also arabischen Familien. In Kirchen gehört noch viel, und der Rest ist alles staatlich, in staatlichem Besitz. Ist das auch noch ursprüngliches Land? Land, also was 1920 gebaut wurde, gekauft wurde? Das ist das Land, was 1920 gekauft wurde. Teilweise gab es dann Landtausch, okay, wo Bedarf war. Der jüdische Nationalfonds hat das ja dann zum Beispiel landwirtschaftliche Siedlungen im Kibbutz zur Verfügung gestellt. Zahlte der Pacht? Die pachten das auf 50 oder 100 Jahre. Ah ja, das war. Und das ist heute noch weiterhin so. Das ist heute noch so. Ja, ja. Ich habe eine Kollegin, deren Haus steht auf Land, das dem KKL gehört. Und die muss alle 100 Jahre ihren Pachtvertrag verlängern. Mhm. Auch Städte? Haben Sie Land? Städte. Es gibt auch Städte, die, also die Ländereien, die der Nationalfonds aufgekauft hat, vor der Staatsgründung, das war alles in den Ebenen. An der Küstenebene, in Jesrael-Ebene, wo heute eben sehr viele Gemeinden und Städte stehen. Also wenn ein Kibbutz sich erweitern möchte oder eine Stadt, dann wird das Land von uns gepachtet. Okay. So, habe ich noch eine weitere Wortmeldung? Ich will ja nicht dauernd der alleinige Gesprächspartner von Herrn Guagmin sein. Dann merke das gerade nicht. Ich stelle trotzdem noch eine Frage. Ich bin also unverschämt, der einer von denen zu sein, die dauernd im Gespräch bleiben wollen. Immer noch bei diesen Aufgaben zur Vision 20 zurück, zu den Aufgaben der Vision 2040 zurückzukommen. Trotz Ihrer Erläuterung bleibt mir so eine Art Unsicherheit. Es kann sein, dass ich zu sehr deutsch geprägt bin, dass alles erstmal vorstrukturiert mit einem Langzeitplan versehen wird, der dann, je näher die Zeit kommt, vertieft wird. Das und aus Visionen werden Ziele, aus Zielen werden Pläne und aus Plänen werden Maßnahmen. So ähnlich strukturiert sich so mein Denken. So habe ich mein ganzes Leben gearbeitet. Den Eindruck hatte ich jetzt gerade nicht. Von dem, was Sie sagen, dass sich das. In Israel macht man und dann denkt man nach, das ist richtig. Ja. Man macht und denkt danach. Danach denkt man nach, genau, richtig. Es wird erst gemacht und dann wird nachgedacht, das ist richtig. Also die ganze Geschichte dieses Staates war ja nicht normal. Also die Visionen, die Herzl hatte, das ist ja alles nicht, dass man erst einen vernünftigen Plan macht und dann den abarbeitet, sondern man hat eben gemacht und hat mal geschaut, wie man das in den Rahmen bringt. Und deswegen auch die Anekdote, die ich vorhin gebracht habe, wo es um die Gründung des jüdischen Nationalfonds ging, 1901, als Bodenheimer, der erste Vorsitzende der Organisation, gesagt hat, nein, wir gründen den KKL nicht, weil wir keine exakte juristische Formulierung haben. Sie wissen, wo Max Bodenheimer herkam, aus Köln. Der hätte lieber erst das alles verschriftlicht, darüber nachgedacht und dann ins Leben gerufen. Und Herzl war dann eher doch der impulsive Typ und hat gesagt, nö, wir gründen jetzt erstmal die Organisation. Und wie wir die Aufgaben formulieren, das sehen wir dann ja noch im Nachhinein. Das sind zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Ich würde nicht sagen, dass die eine besser ist als die andere, aber sie sind unterschiedlich. Ja, ich will das auch nicht behaupten, dass die wir so gewohnt sind, die bessere ist. Aber nö, gar nicht. Das würde ich auch nicht sagen.
Ja, es fällt auch selber auf, wenn man in Israel auch länger ist, dass vieles wahnsinnig spontan passiert. Das passiert bei uns gar nicht. Ist eine Aufgabe da, da hängt man sich ans Telefon und in 10, 20 Minuten hat man ein Problem gelöst, das vorher noch gar nicht existierte. Also das ist schon eine andere Herangehensweise an die Projekte. Und trotz allem steht da ganz klar und ganz deutlich, 1 Million Menschen sollen in der Negev angesiedelt werden. Und das attraktiv zu machen, ist ja die eine Sache. Aber das ohne eine Planung zu hinterlegen, wie man da wohnen will, auch was daran attraktiv wird. Was ist denn attraktiv, im Negev zu wohnen? Nur der billige Wohnraum? Nein, die Ruhe. Es ist die Ruhe. Ich habe selber 4 Jahre im Negev gewohnt. Es ist das Klima. Es ist ein sehr, sehr schönes Klima. Dadurch, dass es so trocken ist, kann man auch die Hitze sehr gut aushalten. Und nachts wird es kalt. Das heißt, wenn ich nachts schlafen möchte, dann macht das Fenster auf, kommt ein kühler Wind auch im Hochsommer rein. Es ist das Licht in der Wüste. Das ist ganz einzigartig. Das gibt es nur im Negev. Und Fahrradtouren habe ich dort gemacht, das ist sagenhaft. Bei einer Fahrradtour habe ich mal 3 Wölfe getroffen morgens um 5 Uhr. Da hatte ich wahrscheinlich mehr Angst als die 3 Wölfe. Aber der Negev hat mehr zu bieten als nur billigen Wohnraum. Zusätzlich zu der Schönheit der Wüste und der Einzigartigkeit gibt es dort natürlich auch einen Nachlass bei der Einkommensteuer, was auch sehr bedeutend ist. Aber ich habe mich mehr über die Landschaft gefreut als über... Na, ich habe mich über Weiß gleich gefreut. Sowohl als auch, ja. Ein Vorstandsmitglied unserer DEG geht im diesem Sommer zur Ben-Gurion-Universität. Nun ist sie auch im Negev, in Beersheba. Genau, ich habe dort an dem Campus also es ist der Hauptcampus in Beersheba. Es gibt einen Campus in Sdeboker oder bei Sdeboker. Dort habe ich Wüstenforschung studiert. Ja. Und konnte dann 4 Jahre das Leben in der Wüste genießen. Und es ist sehr einsam, wenn man möchte. Und es hat einen besonderen Reiz. Und nur die Zahlen von 1 Million in den Negev und 500.000 in Galiläa, ich glaube nicht mal, dass es reicht, weil die Prognose von 13 Millionen Israelis 2040, das ist noch die recht vorsichtige Prognose. Das sind 4 Millionen mehr, als wir heute haben. Das heißt, da müssten ja eigentlich, wo sollen die anderen 2,5 Millionen hin? Die können ja nicht alle nach Tel Aviv, da ist ja kein Platz mehr. Deswegen gehe ich davon aus, dass durch diese ganzen Dynamiken, also erstens die 1 Million und 500.000, das sind eben Zahlen, die sich leicht präsentieren lassen. Aber wenn wir das genau anschauen, gehe ich davon aus, dass mehr Leute noch nach Negev ziehen müssen als 1 Million Menschen und mehr noch nach Galiläa als diese 500.000, die genannt wird. Also doch wahnsinniger Optimismus, wie ich es am Anfang sagte. Schreckt sie das Umfeld, das kriegerische Umfeld nicht ab, die Vernichtungsfantasien der militanten Nachbarn? Da habe ich jetzt noch gar nicht drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man, wenn man in Israel lebt, und ich hab dort bis 2017 haben wir in Zur Hadassah gelebt, 2014 waren wir während Zuk Eitan in Zur Hadassah und waren selber im Luftschutzraum während der Angriffe aus dem Gazastreifen. Man nimmt das Leben, wie es ist. Und wenn dann eben eine Zeit ist, wo man regelmäßig in den Luftschutzraum muss, dann gehört das eben dazu. Aber es ist nicht irgendwie, dass es erschreckend wäre. Es ist eher erschreckend, dass man sich daran gewöhnt. Aber Israel ist ein sehr, wie Sie schon gesagt haben, sehr optimistisch und das Sprichwort in Israel, was man sehr oft hört, das ist, wir haben den Pharao überstanden, wir überstehen auch das. Das war auch mit Corona so, man hat gesagt, naja, wir haben die Sklaverei in Ägypten überstanden, da überstehen wir auch Corona. Das ist so die Mentalität und da erscheinen einem die Probleme machbar. Da ist auch Corona wieder das beste Beispiel. Es war eine schwierige Zeit, natürlich, aber es war immer klar, dass es nichts von Dauer ist. Und ich bin im April nach Israel geflogen für einen Monat und musste mich erstmal wieder dran gewöhnen, wie voll alle Restaurants sind und wie das Leben auf der Straße pulsiert. Und es war warm und es war
als wäre nie was gewesen. Und das ist so eine israelische Eigenheit, die mir auch sehr, sehr gut gefällt, dass man so im Jetzt lebt, ein bisschen an das Morgen denkt, vor allem an 2040, aber die Gegenwart wird genommen, wie sie ist, und macht das Beste daraus. Mhm. Ja, das ist für uns alles so wahnsinnig. Wir kennen Israel, viele von uns, und wissen das. Aber für die Deutschen an sich ist das eine Vorstellung, die gar nicht so richtig sich einprägt. Nicht? Das ist schon fremd, diese Art der Vorstellung. Und es ist bewundernswert, diese Art der Einstellung. Und man liest, trotz allem komme ich nochmal darauf zurück, man liest ja hier dauernd, wirklich, über den ständigen Feind und die wiederkommenden Angriffe und Vernichtungsfantasien. Und die Hamas sagt es ja klar, Israel hat kein Recht zu existieren. Nicht? Und davor scheint Israel keine Angst haben, an Israeli nicht. Sie sehen ganz gelassen aus, Herr Murgi. Das ist richtig. Auch die Bedrohung aus dem Iran ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Aber es ist nicht, dass man sich, dass man deswegen das Gefühl haben müsste, Angst zu haben. Ja. Das ist richtig. Also das kann ich so nur bestätigen. Es ist einerseits, es ist eine Art von Urvertrauen da, dass es schon irgendwie werden wird. Auch weil man sehr geschichtsbewusst generell die Gesellschaft ist sehr, sehr geschichtsbewusst. Das heißt, man erinnert sich nicht nur an den Holocaust, der sehr präsent ist in Israel, sondern auch das Purimfest, bei dem da wird daran gedacht, dass vor 2.500 Jahren irgendein Perser versucht hat, Juden umzubringen. Das wird so gefeiert, als wäre das erst gestern geschehen. Das heißt, man hat einen anderen Bezug zur Geschichte, die geschichtlichen Zeiträume spielen nicht so eine Rolle, sondern es wird alles so gefeiert, als wäre es gestern gewesen. Sowohl Purim als auch das Pessach als auch Corona. Also das ist irgendwie alles so eine Zeitabfolge von Dingen, die eben geschehen sind, und dann wird schon irgendwie wird schon weitergehen. Das ist eine andere Mentalitätssache. Das ist richtig. Da ist ein anderes Denken. Ja, und das ist der Optimismus, von dem ich am Anfang sprach. Das wird es sein. Ja, dazu kann man Ihnen nur gratulieren, in Israel. Ja, nein, das ist richtig, ja. Und ich selber bin auch sehr, sehr optimistisch, was einfach vielleicht auch daran liegt, dass man viele kleine Dinge doch optimistisch stimmen. Also es stimmt optimistisch jetzt, dass es in der Regierungsbildung eine Einheitsregierung geben soll, wo zwar eine sehr konservativ-islamische Partei ist, wo eine säkuläre, konservative jüdische Partei ist, wo eine religiöse Partei ist, wo eine antireligiöse Partei ist, wo die verschiedensten Dinge, die eigentlich nicht zusammenpassen, man trotzdem versucht, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Das finde ich sehr optimistisch. Das ist ein Zeichen, dass man auch anders kann. Was früher undenkbar war, ja, dass jemand wie Ra'am, wie eine islamische Partei, Koalitionspartner wird, ist plötzlich möglich. Also die Möglichkeiten sind da. Von daher gibt es viel Grund zum Optimismus. Stimmt noch der alte Spruch von Ben Gurion, wenn ich an Wunder glaubt, ist Israel kein Realist. Das wird es wohl sein, ja. Ja, schön. Ja, Herr Wurmien, ich glaube... Du übersiehst mich jetzt leider. Sorry, entschuldige bitte, ich habe es nicht gesehen. Ach, ja. Ich melde mich schon. Ich hätte nämlich noch eine Frage, die sehr gut passte zu dem, was über die Geschichte und das Geschichtsbewusstsein passt. Bei solchen Visionen, die Sie jetzt entwickeln, knüpfen Sie da bewusst oder können Sie bewusst an die alte Geschichte der Pioniere, der zionistischen Pioniere anknüpfen? Also dieser Pioniergeist, da was Neues zu machen, ist das noch präsent oder sind das nur Erzählungen, die heute keine Rolle mehr spielen? Oder versuchen Sie das auch in Symbolen oder Erzählungen irgendwie geltend zu machen, dass das immer noch die Fortsetzung dessen ist, was Sie vor 120 Jahren begonnen haben? Natürlich, natürlich. Also wir benutzen sehr viel auch Bildmaterial, das wir haben aus diesen Jahren, um zu zeigen, wie wir das Land verwandelt haben von kargen Landschaften. Das ist sehr präsent. Also in Jerusalem gibt es aktuell eine Fotoausstellung vor dem Binyan Klal an der Jaffa-Straße, wo der jüdische Nationalverband genau diese Bilder in sehr, sehr großem Format ausstellt. Die ersten Pioniere,
die das Land verwandelt haben in das, was es jetzt ist, nicht bewaldet und schön. Das ist etwas, wo wir uns natürlich in Tradition sehen, ganz klar. Und es ist auch so in der israelischen Alltag sehr, sehr präsent auch und wird auch oft in der Berichterstattung zum Beispiel auch verwendet, wenn es darum geht, um Familien, die zum Beispiel in der Nähe des Gazastreifens heute wohnen, werden oft mit den Pionieren gleichgesetzt, weil die eben auch sehr, sehr wichtige Arbeit leisten und unter widerlichsten Bedingungen dort ihre Familien großziehen. Also das ist schon etwas, was sehr viel noch präsent ist. Ja, ich stehe auch immer bewundert, wenn ich in meinem alten Kibbutz bin, den ich 66 war, und dann stehe ich vor den alten Fotos, die so noch ausgestellt sind, und denke immer, mein Gott, was haben die daraus gemacht? Ne? Das waren unglaubliche Leistungen, und trotzdem, man merkt es nicht mehr. Sie sind alle optimistisch, alle gucken nach vorne und sind sich alle dieser Vergangenheit benutzt. Man kann nur schauen, sage ich immer wieder, dass, wie Israel sich da verändert hat. Man muss natürlich auch ein bisschen Angst haben, dass Israel nicht zu voll wird und nachher ist es ein kleines Hongkong. Das ist so meine Befürchtung. So, Vera Harms ist dran. Vera, schalte dein Mikrofon ein, bitte. Ja, ich habe... Hast du mich? Ja. Ja, ich habe es nur geschrieben, weil das schließt jetzt an darauf, was Hermann sagte, ob man an diesen Pioniergeist und die Zeit vor der Gründung des Staates Israel anknüpft jetzt. Das ist nur eine Ergänzung, dass ich glaube kaum, dass aber neue Kibbutzim gegründet werden. Es gibt eine neue Form von Kibbutz, die gegründet wird, Kibbutz-Ironie, das sind die städtischen Kibbutzim. Die ursprünglichen Kibbutzim waren ja landwirtschaftliche Gemeinden, wo es erstmal darum ging, das Land zu bestellen und Essen auf den Tisch zu bringen. Die modernen Kibbutzim, wo es einige gibt, da geht es mehr darum, in der Stadt die Vorteile eines Kibbutz zu haben. Das heißt, man verzichtet bewusst auf privates Eigentum. Mhm. Das sind oft auch gut verdienende Leute, die dann eben in einer Gemeinschaftskasse das einzahlen und versuchen dann über diese auch räumliche Trennung in verschiedenen Wohnungen trotzdem das Modell des Kibbutz als Kommune zu leben. Aber nicht natürlich im Sinn, dass man landwirtschaftliche Arbeit leisten muss und deswegen auch gemeinschaftlich die Kinder großzieht, sondern einfach nur der neue Kibbutz, der städtische Kibbutz als alternatives Lebensmodell. Das gibt es schon, das ist eine sehr gute Frage, das ist richtig. Ja, danke, das überrascht mich. Genau, aber Kibbutze als landwirtschaftliche Gemeinden nicht mehr. Also das ist schon länger bei den Kibbutzim, wo ich auch mal war, dass sie außerdem auch irgendwelche Fabriken hatten oder industrielle Produktion, dass sie nicht nur landwirtschaftlich ausgerichtet waren. Das ist richtig. Viele Landwirte, ehemals landwirtschaftliche Kibbutzim, sind heute in anderen Bereichen tätig. Industrie oder produzierendes Gewerbe. Aber interessanterweise, ich habe einen Kollegen beim KKL in Israel, der ist Kibbutz-Mitglied geworden in einem Kibbutz in Nordisrael, in Galiläa, in Obergaliläa, weil er einfach auch diese Art von Lebensmodell befürwortet. Er hat dort Mitgliedschaft jetzt in diesem Kibbutz, hat dort eine nette Wohnung und sein Gehalt fließt an den Kibbutz und er bekommt davon dann ein kleines Taschengeld jeden Monat. Und ist glücklich. Er ist glücklich. Ja. Doch. Schön. Wie viel Prozent der Bevölkerung leben noch in den klassischen Kibbutzim? Oh, das kann ich Ihnen, da habe ich gar keine Zahl dazu vorliegen, aber ich gehe davon aus, dass es recht wenig ist, weil doch der Großteil der Bevölkerung heute in Städten wohnt. 5% vielleicht. Ich habe jetzt gelesen, anderthalb. Anderthalb sogar. Okay. Das ist ja wenig. Aber ich könnte mir vorstellen, man hört das immer wieder, das Leben in Israel ist doch ziemlich hart. Und auch die ständige Bedrohung von den Nachbarländern, dass vielleicht der Gedanke da ist jetzt, ja, vielleicht kann man das besser schaffen, wenn man in so einer Gemeinschaft lebt.
Das kann guten Beweggrund sein. Ich denke vor allem die Teuerung, die Preise steigen, hohe Wohnungspreise, dass das Beweggründe sind. Oder einfach, weil man ja ein anderes Lebensmodell sich entwirft als, als das übliche. Okay. Ja, vielen Dank. Sie haben ausführlich unsere Fragen beantwortet, Herr Gurmin. Große Klasse. Damit, denke ich, können wir den Abend beschließen. Und herzlichen Dank an Sie, dass Sie Ihren Abend opfern. Sie stehen morgens früh auf, um morgen früh wieder Fahrrad zu fahren, wahrscheinlich. Ich bin heute um 5 Uhr aufgestanden, um Rad zu fahren. Ich werde auch morgen 5 Uhr aufstehen. Das ist die Zeit, da schlafen die Kinder. Ja. Da kann ich bis zur Havel runterfahren und dann schlachten sie zurück. Ja. Wunderbar. Und kommen dann rechtzeitig, um alle Kinder zu wecken und in die Schule zu bringen. Aufpassen, dass sie rechtzeitig ins Bett kommen heute Abend. Aber bleiben Sie noch. Ach, alles bestens. Okay, also alle, die zugehört haben, alle, die mitdiskutiert haben, für alle vielen Dank und guten Abend. Und ich bedanke mich sehr. Wir treffen uns demnächst wieder. An Hermann Kuhns Rundbrief wird man sehen, was als nächste Veranstaltung kommt. So, vielen Dank. Sehr schön. Guten Abend. Shalom.